Willkommen bei der Vorstellung des Moduls Elektronik. Mein Name ist Jürgen Mienert, ich bin hier an der Hochschule seit dem Jahr 2000 tätig. Vorher war ich 11 Jahre bei Daimler und davor habe ich Elektrotechnik studiert. Heute möchte ich Ihnen vorstellen, was machen wir im Modul Elektronik. Ich habe mich entschieden, die Vorstellung so zu machen, wie ich es auch in der ersten Vorlesungsstunde mache. Ich nehme das Skript und erkläre ein bisschen was, was auf Sie zukommen wird. Das erste große Thema wird sein die Kühlung. Wie bekommen wir elektronische Bauelemente, wenn wir sie benutzen? Fließen ja Ströme, da liegen Spannungen an, da werden Verlustleistungen umgesetzt. Wie bekommen wir die relativ kühl, sodass sie nicht überhitzen? Das werden wir im Kapitel Kühlung uns anschauen. Nächste große Thema wird sein Bipolartransistoren. Bipolartransistoren können wir elegant benutzen, um Signale zu verstärken. Ja, das schauen wir uns an. Welche Regeln müssen wir dazu einhalten? Warum sind das ein bisschen komische Regeln manchmal? All das werden wir intensiv beleuchten, sodass Sie am Ende in der Lage sind, einfache Verstärker selber aufzubauen. Das dritte große Thema werden die sogenannten Operationsverstärker. Das sind so Spezialbauelemente, die schon optimal aufgebaut sind, um damit super elegant Verstärker wildester Art aufzubauen. Und das letzte sind dann die Komparatoren. Das sind Bauelemente, die prädestiniert sind, optimiert sind, um Signale miteinander zu vergleichen und zu entscheiden, ob das eine oder das andere größer ist. Neben dieser bloßen Theorie, die jetzt hier suggeriert wird, machen wir natürlich auch ein bisschen Praxis, ganz klar. Einmal natürlich im Labor, aber natürlich auch in der Vorlesung. Wie sieht dort die Praxis aus? Einmal machen wir Praxis durch Simulation. Simulation ist wirklich super elegant. Sie können damit Ihre eigene Wünsche umsetzen, ohne dass Sie echte Hardware aufbauen müssen. Und Sie können vor allen Dingen testen, ob Ihre Ideen wirklich umsetzbar sind. Und Sie können sie auch optimieren am Rechner. Und erst wenn das dann im Rechner sauber läuft, dann beginnen Sie es in der Realität umzusetzen. Hier sehen Sie eine typische, ganz einfache Verstärkerschaltung. Bereits simuliert, deswegen tauchen links schon Kurven auf. Die Verstärkerschaltung besteht aus einem Transistor, der hier, einer Leuchtdiode, Leuchtdiode kennen Sie wahrscheinlich, dann zwei Quellen, eine Batterie, einfach die Energie liefert, und hier eine Ansteuerquelle, die versucht, die Diode leuchten zu lassen. Und wenn wir jetzt simulieren, sehen wir, das dauert ein bisschen, aber nicht übermäßig lang, dann bekommen wir wildeste Signale heraus. Und wir lernen in der Vorlesung, wie können wir die Signale interpretieren, wie können wir aus den Signalen erkennen, welche Ströme fließen werden, zum Beispiel Strom durch die Diode durch, wie hell wird es deswegen, wir werden kennenlernen, wie arbeitet der Transistor, warum verstärkt er eigentlich irgendwas, kann ich das aus den Bildern ablesen? Ja, werden wir können und das lernen wir. Neben der Simulation werden wir uns natürlich auch auf reale Schaltungen stürzen. Da habe ich eine vorbereitet, die liegt jetzt bei mir gerade auf dem Tisch. Und jetzt sehen wir hier eine typische Verstärkerschaltung, wie man sie aufbauen kann. Natürlich als Bastellösung von Hand gelötet. Sie sehen da einmal 1, 2, 3 integrierte Schaltkreise, sogenannte ICs. Dort sind drin die Operationsverstärker, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ziemlich elegant funktionieren. Übrigens in jedem dieser ICs sind jeweils 4 Operationsverstärker drin. Also in der Summe haben wir hier schon 12 Stück. Dann werden diese Verstärker benutzt, um die Ausgangssignale eines 3D-Beschleunigungssensors anzupassen, sodass sie für unsere Messzwecke geeignet sind. Was ist jetzt der Messzweck von der Schaltung? Ich möchte minimale Vibrationen, zum Beispiel einer Maschine oder des Tisches, wie ich es nachher demonstrieren werde, so verstärken, dass sie einmal vom Oszilloskop dargestellt werden und andermal hätten wir danach noch Rechensysteme von diesen erfasst werden können. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Nummer 1, das Ding hier steht auf dem Tisch. Okay. Die Kamera steht auf dem gleichen Tisch. Wenn ich an der Kamera ein bisschen wackle nur, fängt sofort das Bild an zu wackeln. Wenn ich auf dem Tisch jetzt ganz leicht klopfe, dann beobachten Sie mal, was hier passiert, dann wird sofort das leichte Klopfen eines Signals umgesetzt.
Das Bild wackelt allerdings nicht. Daran kann man die Empfindlichkeit dieses Beschleunigungssensors, wenn es dann passend verstärkt wurde, über die OPs erfassen. Und wenn ich entsprechend etwas stärker klopfe, wird dadurch die Amplitude etwas größer. Klopfe ich zum Beispiel seitlich am Tisch, ändert sich das Signal komplett. Jetzt sehe ich eher die Schwingungen des Tisches. Der fängt jetzt ein bisschen an, hin und her zu wackeln in seiner Eigenfrequenz. Als nächstes schauen wir uns an, denn Sie werden ja wahrscheinlich nicht nur Bastellösungen machen wollen, sondern Sie werden vielleicht auch etwas größere Schaltungen machen wollen. Das wäre dann so ein Beispiel. Diese Schaltung benutzen wir in Projekten mit zum Beispiel Schülern oder auch mit Studierenden als Universalplatine, um damit relativ viele verschiedene Sensoren einlesen zu können und um auch verschiedenste Lasten treiben zu können, zum Beispiel Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, LEDs, was man möchte. Natürlich muss man das dann programmieren, das werden Sie in anderen Vorlesungen lernen. Die Programmiereinheit finden Sie nicht auf der Oberseite, sondern die haben wir auf der Unterseite platziert. Das wäre diese blaue Einheit. Die ganze Platine ist im Prinzip nur eine Treiberplatine, um Hardware zu treiben, sei in Sensoren oder Aktoren. Wenn Sie jetzt auf die Platine schauen, dann finden Sie genau die Komponenten, die wir jetzt in der Elektronik behandelt haben. Einmal die Transistoren, hier zum Beispiel, oder so ganz kleine, die schwarzen Transistoren, kaum noch zu erkennen. Wir finden aber auch Kapazitäten, das sind die silbrigen hier, oder Widerstände, die aber so klein sind, dass sie praktisch nicht mehr erkennbar sind. Wenn wir das Vorlesungsskript komplett durch haben, viele Übungsaufgaben gerechnet haben, dann schließen wir das gesamte Modul mit einer Prüfung ab. Und die Prüfung wird genau die Inhalte, die wir hier haben, in Aufgabenform abprüfen. Da werden wir uns also genau um die Kühlung, die Bipolartransistoren, OPs und Komparatoren kümmern. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Interesse an der Elektronik wecken. Und ich freue mich, Sie in der Vorlesung dann begrüßen zu dürfen.